Ja, das passt gewissen Menschen nicht, denn wir sind eins. Leben von vereinter Kraft, ja, wir sind eins. In einer Macht, die Neues schafft. Doch lass sie ruhig denken, sie würden uns lenken. Zuletzt wird daraus leider nichts. Selbst wenn sie uns schocken, im Machtrausch frohlocken, beeindrucken kann uns das nicht. Urlaub in Türkei ohne Wellness und Hammam und so ist wie Ferien in Spanien ohne Sonne. Dass ich mit meinen drei Freunden hier abhängen darf, haben wir nicht verdient, sondern geschenkt bekommen. 2 Wochen Wellnessurlaub pur. Doch nun der Reihe nach. Ich bin Ahmed Atta. Das sind meine drei Musikerfreunde, José, Renzo und Kai Stefan. Dass wir berühmte Musiker und Sänger sind, sieht man uns hier im Adams-Kostüm natürlich nicht an. Aber unser Publikum beim großen Konzert in Nizza hat uns tatsächlich dazu gemacht. Wie es dazu kam, der Terroranschlag auf Charlie Hebdo hat unsere Band das Herz für unsere Mitmenschen buchstäblich aufgerissen. Und wir sagen euch, sobald man sein Herz mit den Nöten seiner Mitmenschen verbindet, beginnt man den Sinn des Lebens zu verstehen. Wir wollen etwas tun, um den Terrorismus zu beenden. Gemeinsam mit unseren Frauen Nagihan, Caro, Samantha und Kessia. Deshalb schrieben wir Songs, die zur Einheit trotz Verschiedenheit aufriefen. Oder besser gesagt, zur Einheit gerade wegen der Verschiedenheit. Das ist die Chance auf perfekte Ergänzung. Wir sind der beste Beweis. Unterschiedlicher als wir könnte man gar nicht sein. Doch wir ergänzen uns gegenseitig perfekt. José und Caro sind ein tiefengläubiges Christenpaar, hochintelligent und visionär. Renzo und Kessia kommen so aus der esoterischen Ecke. Sie sind mal ruhig, echt easy, während Samantha und Kai Stefan sind das typische Gutmenschenpaar. Sie neigen im ganzen Gegensatz zu mir und meiner Frau Nagihan eher zu Depression und Schwermut. Unsere Frauen sind übrigens gerade oben in Hotelboutique shoppen. Dort versuchen sie aber nicht ihr Glück zu kaufen, denn den haben sie schon in ihren tollen Ehemännern gefunden. Nagihan und ich sind praktizierende Moslem, die ihren Glauben durchaus ernst nehmen. Um der Liebe willen singen wir mit unseren Freunden zusammen, haben uns alle gegenseitig noch nie gestritten, weder über Religion, Politik, Ideologie oder sonst was. Geht doch! Und genau das wollen wir der Welt vorleben. Wie man ohne jeden Terrorismus miteinander Gutes wirken kann. Für dieses Vorzeigemodell erhielten wir nach unserem Konzert in Nizza den Friedensnobelpreis. Samt 5-Sterne-Urlaub in die Türkei. Du musst aber noch wissen, warum uns mit dem Attentat auf Charlie Hebdo auch gleichzeitig der Kragen geplatzt ist. Alle Welt denkt nämlich seither, dass wir Muslime diesen Anschlag verübt haben. Doch das stimmt so definitiv nicht. Man sollte sich bei jedem Terroranschlag die Frage stellen, wem nützt er am meisten? Dem echten Islam hat er uns am allerwenigsten gebracht. Eher seinen Feinden. Schon lange wollten globalisierende Kräfte meine Kultur des Islam weghaben. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil wir uns auf konservative Werte bestehen, wie zum Beispiel der gesunden Familie. Nun schreien sie überall, der Islam muss weg. Und falls du es noch nicht gemerkt hast, dem Attentat auf Charlie Hebdo folgte gleich ein Gründungsakt für ein totalitäres Europa. Das ging uns alles viel zu schnell. Über Nacht kamen Forderungen auf, dass kulturelle und religiöse Werte zusammen mit nationalen Identitäten einfach aufgelöst werden sollen. Dieses Vorgehen weckte in uns den Verdacht, dass das eine professionelle Attacke unter falscher Flagge war. Dieser Anschlag nützte kurz gesagt wieder nur den Kräften, die stur nach einer neuen Weltordnung unter ihrer eigenen Herrschaft streben. Umso erstaunlicher, dass wir mit dieser Botschaft in Nizza so gut ankamen und gleich darauf für den Friedensnobelpreis nominiert wurden.
Und jetzt sind wir hier. Man hat uns zwar von einer Reise in dieses unsichere Land abgeraten, doch wer sich politisch ein bisschen auskennt, der weiß, dass wir hier, wie Sie gesagt, bombensicher sind. Die Schüsse nicht? Ach. Ihr müsst hier raus. Stehen bleiben! Was haben Sie gesagt? Oh. Kommt mir nach, los! Hände hochhalten, sagte ich! Sag deinen Namen. Ahmed. Hier steht aber Mohammed. Das ist auch nicht mein Ausweis. Den habe ich hier gerade gefunden. Ah ja? Gerade hier. Das kann jeder sagen. Der hier sieht dir aber ziemlich ähnlich. Gefahr gebannt. Attentäter von Lobby ist geflüchtet. Tatverdächtigen im zweiten OG festgenommen. Hier auch. Alles unter Kontrolle. Los, vor mir hergehen. Darf ich jetzt bitte meinen Pass wieder haben? Ah ja, deinen Pass? Also gut, hier hast du deinen Pass. Hey, das geht. Samantha! Caro! Kissia! Kissia! Samantha! Kissia! Ist es vorbei? Sind Sie weg? Ja. Hey, Caro! Bitte noch! Oh Gott sei Dank! Ihr alle blutet. Das hier ist nur Farbe. Nagellack. Nur Attrappe, damit die denken, wir seien tot. Wo sind diese Mörder? Ja, scheint, als ob die Fliege gemacht haben. Was? Ehrlich? Oh Gott sei Dank! Weißt du, wo Ahmed ist? Was ist hier denn los? Ahmed! Wow! Ahmed! Das Haarspray merke ich mir für den nächsten Auftritt. Türkei, 33 Grad, Terroranschlag und die Frisur hält bombenfest. Sie dürfen Ihre Aussage verweigern. Jede falsche Aussage kann aber auch gegen Sie verwendet werden. Sind Sie ganz sicher, dass Sie diesen Mann kennen? Ja, natürlich. Das ist Ahmed, seine Frau Nagihan und ihre Freunde. Ja, die haben vor ein paar Tagen bei uns eingecheckt. Das sind doch die Friedensnobelpreisträger von Nizza. Würden Sie das auch vor Gericht unter Eid aussagen? Hat er sich ausgewiesen?
Ja, sicher. Wie kommt es dann, dass niemand diesen Pass als Beweis vorlegen kann und er diesen Pass hier mit seinem Foto unter dem Namen Mohammed auf seinem Ding balanciert hat, als wir ihn nackt auf der Flucht ertappten? Das herauszufinden dürfte wohl nicht unsere Aufgabe sein. Wir schauen zu, dass man in diesem Haus zum Beispiel anständig redet. Dieser Attentäter hier hat sich zur Tarnung nackt ausgezogen und dann zu spät bemerkt, dass sein Reisepass noch in der Hose steckte. Dann haben wir ihn gerade noch rechtzeitig erwischt, bevor er ihn loswerden konnte. Darf ich kurz unterbrechen? Der Attentäter konnte hier in der Nähe überwältigt werden. Er ist tot. Hier sein Ausweis. Ahmed. Er hatte ihn bei sich. Oh nein, wie viel gibt's denn von dieser Sorte noch? Sehen Sie, genau darum bin ich nur Rezeptionistin. Mach jetzt. Tut mir leid. Unsere Recherchen haben ergeben, dass Sie nicht der mutmaßliche Attentäter sein können. Sehr interessant. Haben Sie noch weiter so aufschlussreiche Enthüllungen, Frau Staatsanwältin? Zum Beispiel, warum ich nicht tot bin, obwohl dieser Attentäter doch mit meinem Pass herumlief. Bei dem Erschossenen handelt es sich um Ihren Cousin Mohammed Said. Was? Mohammed! 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 Ach, machen Sie hier keine Show. Ihr Cousin Mohammed wurde nämlich rein zufällig am Tag des Attentats in Ihrem Hotel gesehen. Spucken Sie es aus. Mohammed Said war Ihr Komplize. Und nur weil unsere Sicherheitskräfte so schnell am Tatort waren, konnten Sie, Herr Atta, gestellt werden. Während Ihr Cousin über die Notausgänge entwischt ist. Sie sind der Komplizenschaft beschuldigt. Oder wie erklären Sie es, dass Sie nur wenige Minuten vor dem Attentat noch mit dem erschossenen Mohammed zusammen gesehen wurden? Nein. Ich machte mich gerade bereit, um ins Hammam zu gehen. Das kann doch nicht so schwierig sein. Laden Sie mich zu meinem Bruder. Ich bitte Sie. Ist das Ihr Ernst? Ja, bitte. Hier ist Ihre Rezeption. Sie haben Besuch, Herr Atta. Bitte kommen Sie kurz runter. Es ist dringend. Zuerst fordern Sie meine Papiere und jetzt auch noch Geld? Wo sind wir eigentlich hingekommen? Überwachungsstaat oder was? Ich will dieses Hotel nicht kaufen, sondern lediglich ein Stündchen besuchen. Und genau das ist der springende Punkt. Ihr Stündchen liegt genau 30 Minütchen über dem kostenfreien Zutrittsrecht. Ab 30 Minuten berechnen wir 40 Euro, dann haben Sie dafür All-Inclusive wie alle anderen Gäste. Ich habe den Streit dann schnell beendet. Ich zahlte die 40 Euro Eintrittsgeld und nahm meinen Cousin Mohammed mit aufs Zimmer. Was genau ist dort geschehen? Brachte Ihr Cousin die Handgranaten und Maschinenpistolen in seiner Badetasche mit? Mohammed hat gar nichts bei sich. Nicht mal seine Papiere, die musste in der Lobby abgeben. Was hatte dieser erschossene Attentäter überhaupt bei Ihnen zu suchen, am Tag des Anschlages? Glauben Sie mir, Frau Staatsanwältin, Mohammed war ein wunderbarer und liebevoller Mensch. Er kam nie umzunehmen, immer umzugeben. Das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. Ich reg mich nur halt immer so auf, wenn man nichts, aber auch wirklich gar nichts ohne sofortige Bezahlung. Ich meine, fette Bezahlung machen kann. Da ist einfach keine Liebe mehr, wie unser Prophet Allah Kurusin sie befohlen hat. Ja, du, das stimmt, aber sie wollen nur nicht, dass man nach dem Einchecken auch noch seine halbe Verwandtschaft durchfüttert. Doch, erzähl, wie kommst du hierher? Woher wusstest du überhaupt, dass wir da sind? Mensch, Wallah. Keine Ahnung, wer das war. Es war einfach der Geheimtipp des Jahres. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein lieber Cousin. Danke. Allah segne dich und sei mit dir. Herzlichen Glückwunsch. Das soll schon alles gewesen sein? Halten Sie mich wirklich für so naiv? Nein, das war nicht alles. Da kam dann so ein Anruf.
Mach was. Anonym. Er klang irgendwie aufgeregt, positiv. Fühlte sich aber zugleich seltsam, irgendwie beunruhigend an. Jedenfalls hatte ich keinen Bock, dahin zu gehen. Hingehen? Wo genau hingehen? Hier. Ja, bitte? Hier ist Zimmer 3028. Alter, jetzt weiß wahrscheinlich schon die halbe Welt. Ja, richtig. Da bin ich. Und wer hat Ihnen von meinem Geburtstag erzählt? Oh nein, davon wussten wir ja noch gar nichts. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch. Das kommt ja umso passender. Vielen Dank auch. Was meinen Sie mit umso passender? Das würde ich Ihnen gerne unter vier Augen erklären, beziehungsweise übergeben. Was übergeben? Etwas, das sogar den Nobelpreis übertrifft. Bitte kommen Sie in einer Stunde zur Strandbar von Hotel Ardina Bay. Und kommen Sie bitte alleine. Es geht um eine echt tolle Sache. Gut. Ich versuche in einer Stunde dort zu sein. Sind Sie drauf eingegangen? Hm. Wer war das? Zuerst wollte ich schon. Dann habe ich es mir aber anders überlegt. Warum anders? Weil es Ihren Terrorplan durchkreuzt hätte? Sie sind nur schwer davon zu überzeugen, was ein gottesfürchtiger Moslem niemals tun würde. Nein, mein Cousin hatte Bedenken gehabt. Aha, Ihr Cousin hatte Bedenken. Hm. Er war doch Sabbatist. Salafist. Das sagen zumindest unsere Ermittler. Ich sage es, ebenfalls einmal christlich. Nur weil jemand der Verweltlichung seiner Religion widersteht, ist er noch lange kein Sektierer, also Salafist. Mohammed war alles andere als das. Denkst du, Allah hat es nötig, mit euch auf der Erfolgsleiter über den Nobelpreis hinauszuklettern? Bitte, teurer Bruder, verfangt euch nicht in weltlichen Versuchungen. Ich wünschte, du wärst bei der Preisverleihung dabei gewesen. Das waren alles so edle und gute Menschen. Was erzähle ich hier? Habe ich heute nicht Geburtstag und somit einen Wunsch frei? Du hast mir ja geklagt, dass du außer deinem Überraschungsbesuch kein Geschenk mitgenommen hast. Machst du mir dafür eine kleine Freude? Aber gerne. Was denn? Geh du für mich zu der Übergabe, während ich mit den Jungs im Hammam relaxe. Danach essen und feiern wir alle zusammen. Dafür haben wir schließlich bezahlt. Und du ziehst dann plötzlich die mitgebrachte Überraschung hervor und lässt die Bombe platzen. Wobei wir wieder beim Thema wären. Kurz darauf haben sie beide die Bombe dann ja auch wirklich platzen lassen. Autsch! Oh Mist, warum sage ich sowas? Gewöhnen Sie sich dran. Die Wahrheit kommt früher oder später immer irgendwie ans Licht. Wie sagen Sie so schön? Inshallah, so wie Gott es will. Sicher nicht. Jetzt plötzlich wieder nicht. Das ist doch Ihr ständiger Spruch. Ich meinte doch, sicher war das nicht so. Das war doch nur seine Redewendung. Man lässt die Bombe platzen. Überraschung. Tada! Ich verstehe. Obgleich ich nicht verstehe. Wie ging die Sache weiter? Nun, ich mache dir dieses kleine Geschenk. Unter zwei Bedingungen. Und die wären? Dass ich dir später noch ein richtiges Geburtstagsgeschenk mitbringen darf. Und bitte, bleib bei all eurem Ruhm bescheiden und mach Allah niemals Unehre. Genieß jetzt deinen Hammam. Ich liebe dich. Danke, das war's fürs Erste. Ich werde zwar mit einer Strafanzeige ein Strafverfahren gegen Sie einleiten, muss Sie aber jetzt mangels Beweisen noch auf freien Fuß setzen. Vielen Dank, Frau Magaldi. Ich werde Sie nicht noch einmal enttäuschen. Das habe ich gehört. Der ist nicht hohl. Ich meinte natürlich die Sache mit der geplatzten Bombe. Ja, genau, davon sprachen wir. Wieso klatschst du Mau so dämliches Zeug vor dich hin? Na, Gian hatte recht. Was machst du da? Das ist mein Platz. Frau mal, was spricht? Erstmal den Kopf einschalten. Ich muss hier arbeiten. Aua. Geh mal. Was haben wir um dich gelitten? Um euch beide. Das ist alles so unfassbar schrecklich. Doch jetzt wird alles wieder gut. Ja, wir haben Feste für euch gebetet. Und niemand und nichts wird euch je schaden. Oh, danke. Danke. Am besten, wir bleiben alle ganz locker.
Umso mehr jetzt, wo die Medien nicht nur über Ahmed, sondern auch noch über uns alle hergefallen sind. Ich kann es einfach nicht fassen. Da überreichen die uns zuerst den Friedensnobelpreis, verwöhnen uns nach Strich und Schnur und jetzt das. Scheinfriedensband nennen die uns auf einmal. Sie singen vom Frieden und bringen den Krieg. Haben sanfte Worte im Mund und tödliche Waffen in der Hand. Ich weiß es nicht. Wie in aller Welt können sie nur? Das werden wir rächen. Rache? Ich rede hier gerade von Rache der Herrlichkeit. Hä? Was ist das? Wir starten eine internationale Tournee der gegenseitigen Wertschätzung und Liebe, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Alle Menschen auf dieser Erde sollen erfahren und spüren, ja, dass wir alle einander brauchen, wie eine, ja, Hand die andere. Und wir uns, gerade um unsere Verschiedenheit willen, ergänzen und lieben können. Die Message heißt, es geht. Ja, ja, es geht. Yes. Hammer, cool. Ja, yes. Sauber. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Rufen wir zur gelebten Einheit auf. Zu gelebtem Frieden. Und zwar zwischen allen Kulturen, allen Religionen, allen Parteien und Ideologien. Es ist Zeit, einander als Teil von sich selber zu entdecken. Ich sagte, von sich selber. Einander konstruktiv fördern. Einander unentgeltlich dienen. Und dazu sagt man, Liebe! Und wir können uns lieben! Sagt einmal alle zusammen, es geht! Es geht! Es geht! Es geht! Jawohl, es geht! So unterschiedlich und anders, keiner ist hier gleich. Jeder hat seine Interessen, scheinbar gibt es nichts, was uns vereint. Es gibt keinen Grund, es gibt keine Macht, die es wirklich schafft. Uns entzweit, denn jeder braucht jeden, allein kommt niemand zurecht. Wir glauben daran und sagen, ja, es geht. Spürst du diese Liebe, wie sie uns vereint? Sie zeigt dir tief im Innern, was du längst weißt. Nur Einheit und Frieden sind das Geheimnis, wo die neue verstehen, auf meine Mitmenschen sehen. Nur gemeinsam können wir diesen Kampf bestehen. Jeder kann sein ganzes Schicksal wenden, wenn wir uns in der Einheit ganz vollenden. Die Wertschätzung einander hat Yeah.
Valhalla Fjodorova, GRU. Könnten wir mal vertraulich reden? Ich werde Sie nicht enttäuschen. Sie können sich auf mich verlassen. Idiot. Wenn er nicht so gut zahlen würde, könnte er mich mal. Es geht um innere und äußere Sicherheit. Tamara Payne, MI6. So offen zeigen wir uns nur, wenn es um Hochsicherheit und streng vertrauliche Mitteilungen geht. Können Sie schweigen? Darf ich mich vorstellen? Pater Kronos. Ich habe hochvertrauliche Informationen direkt vom Vatikan. Ja, Herr Rosenkreuz, erschrecken Sie bitte nicht. Ich bin vom Mossad. Wir haben hochvertrauliche Mitteilungen. Diese werden aber allein für Ihre Ohren bestimmt. Übrigens, wer war das eigentlich vorhin, mit dem du so lange geredet hast? Du bist so schweigsam und in Gedanken versunken. Niemand. So. Für ein Niemand hat er aber doch ziemlich klar wahrnehmbare Konturen. Spuck es aus, was ist da gelaufen? Nichts. Gar nichts Weltbewegendes. Das war wieder einmal unverkennbar. Die Handschrift der Hure auf dem Tier. Der Vatikan hat diesen Anschlag im Verbund mit Freimaurern geplant, um die Schuld hernach den Islamisten in die Schuhe zu schieben. Naja, aber dich hat es zumindest bewegt. Und weißt du, das reicht doch, um mich in dein Herz blicken zu lassen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Hey, ich bin ein halbes Leben. Und wenn ich das nicht will? Weil ich nur zu Ihnen Vertrauen habe, würde ich es bei Gelegenheit gerne detailliert darüber aufklären. Doch Schweigen wäre dein oberstes Gebot. Also hallo? Was soll denn das jetzt? Wir erzählen uns doch sonst immer alles. Weißt du, wir reden über alles. Und wir haben keine Geheimnisse voneinander. Also Geheimnisse sicher nicht, aber manchmal sind gewisse Dinge vielleicht einfach noch nicht ganz spruchreif, Liebes. Oder verlangst du von mir, vor dem rechten Kairos, du weißt schon, vor dem rechten Zeitpunkt, mit dir über irgendwelche Dinge zu plaudern, die mich nachdenklich stimmen? Nein, aber was bewegt dich denn? Du brauchst mir ja keine unverdauten Details zu nennen. Am liebsten würde ich unsere Brüder zusammenrufen und ihnen eine These vorlegen, von der ich heute Abend gehört habe. Was für eine These? Internationale Presse. Hallo, Edmund Ringer mein Name. Ja, wer hinter diesem Anschlag auf unser Hotel stecken könnte. Ich meine, es ist doch ganz offensichtlich, dass hier eine Attacke unter falscher Flagge stattgefunden hat. Und da gibt es Leute, die darüber definitiv mehr wissen. Aha. Eine Verschwörungstheorie also? Ehefrauen im Fadenkreuz von Terroristen sollten nie ohne Elektroschocker auf die Straße gehen. Absolute Distanz zu Verschwörungstheorien halten. Und etwas mehr Vertrauen in so moderate Journalisten wie mich haben. Tschüss. Verschwörungstheorie. Das müsste sich erst noch beweisen. Ey, weißt du was? Ohne mich. Als gäbe es unter diesem Himmel nicht schon Verschwörungstheorien genug. Schatz, da müssen wir doch nicht auch noch eine entwickeln. Aber ich kann bei so einer Sache doch nicht einfach so passiv bleiben. Okay, dann werde aktiv. Der GRU hat diesen Anschlag im Verbund mit China und Nordkorea verübt. Stecken wieder einmal unter einer Decke. Darum, kein Wort zu niemandem. Bis auf unser Zeichen. Schau, es sind schon genug Sachverständige daran beteiligt. Unsere Sicherheitsdienste, unsere Behörden, die Staatsanwaltschaft. Denkst du, die würden da noch auf uns Lakaien warten? Okay. Ich habe heute Abend jemanden kennengelernt, der hat voll die krassen Connections, und zwar bis hinein in höchste Regierungs- und Sicherheitskreise. Das beschäftigt mich alles, auch eben, was da hinter diesen Anschlägen gegen uns und Ahmed stecken könnte. Ehefrauen in ihrer Lage empfehle ich... Ein Selbstverteidigungskurs
absolute Distanz vor Verschwörungstheorien und keinesfalls Misstrauen gegen unsere Staatsmedien. Was? Das wäre überheblich. Und kann es sein, dass mir da gerade ein ziemlich schräger Begriff durch den Kopf schwirrt? Von was redest du? Von welchem Begriff? Naja, vielleicht Verschwörungstheorie? Hat dir etwa jemand da eine Theorie zu diesem Anschlag untergejubelt? Oh, das klang schon eher nach Verschwörungstatsache. Verschwörungstatsache? Du weißt, wir haben immer alles gemeinsam gemacht. Wir waren immer zusammen. Aber weißt du, ab genau hier wäre ich dann raus. Diesen Weg müsstest du alleine gehen. Was ist denn jetzt in dich gefahren? Warum plötzlich so hart und schneidend, Caroline? Warum so absolut? Hast du vielleicht mit irgendjemand Besonderem gesprochen? Hallo, Julia Magaldi, Staatsanwaltschaft. Würde Ihnen gerne ein paar Sicherheitstipps geben. Ich? Ich hatte nur vernünftige Gespräche. Und Verschwörungstheorien liegen für mich außerhalb der Vernunft. Es sind Hirngespinste. Hm. Du meinst wohl Kopf auf, Hirn raus, Schaumküsse rein. Aber was, wenn höchste Kreise und weit höhere Pläne hinter diesem Anschlag stecken, als wir frommen Lämmer das denken? Weißt du, dann sind wir erst recht raus. Dafür gibt's doch Behörden, Sicherheitsdienste, Nachrichtendienste, investigative Medien. Du sprichst jetzt nicht zufällig von unseren Staatsmedien, die uns gerade so tüchtig durch den Dreck ziehen? Nein, wir dürfen das Grundvertrauen in unsere öffentlich-rechtlichen Medien nicht verlieren. Die dürfen sich doch auch mal irren, wo sie doch täglich auf gute Informanten angewiesen sind, weißt du? Lass uns doch besser wieder für Regierungen beten, Schatz. Die Bibel sagt doch... Botschaft angekommen, angekommen, Liebling. Ja, vielleicht hast du recht. Ja, mir würde wohl ein Bowlingabend mit meinen Brüdern viel besser tun. Ja, das hört Mama gerne. Ich finde das gar keine schlechte Idee. Mach doch zusammen wieder mal einen Bowlingabend. Einen richtigen Männerabend. Von mir aus regelmäßig. Das kann uns alle wieder in die Spur bringen. Oh ja, mir täte wohl ein Gebetsabend mit unseren Brüdern viel besser, als mich hier in der Weltgeschichte mit Kriminalfällen und Politik herumzuschlagen. Amen, mein Held. So gefällst du mir schon wieder besser. Und wir Frauen könnten in dieser Zeit wieder mal ins Theater. Oder ins Kino. Vielleicht auch Mode schauen, Urlaubsmessen. Mit Kaffeeklatschen so. Hättest du eigentlich was dagegen, wenn ich mit unseren Frauen wieder mal so einen Schricktag organisiere? Ich glaube, so etwas würde unsere Verstrickungen am ehesten mal wieder auflockern. Oder wenn ich mal einen Kochkurs besuche oder so? Wow, ja. Ja, das klingt irgendwie gut. Da geht's mir gleich viel besser. Genau das werden wir tun. Komm. Beschäftigen wir uns lieber mit den schönen Dingen im Leben. Oh, das klingt spannend. Solange der Bein feines Essen rausspringt, auf jeden Fall. Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum rahmatullah. Ah, komm, setzen wir uns. Oh, danke für das Frühstück. Bitte. Wir müssen eine wichtige Sache besprechen. Oh, endlich. Ich spüre wirklich schon länger, dass dir etwas auf der Seele brennt. Lass uns drüber reden. Ja. Ein paar Gespräche von gestern Abend haben mir gezeigt, dass wir bei der Sache mal genauer hinschauen müssen. Da hat einer, so ein katholischer Priester, mehr Wissen über bestimmte anti-islamische Regierungskreise und so. Wir haben handfeste Beweise, dass hinter diesem Anschlag der Mossad einige hochrangige Juden und Zionisten stecken. Ich würde Ihnen gerne mehr darüber erzählen. Allerdings nur unter vier Augen und unter Geheimhaltung ihrerseits. Ein katholischer Priester? Aha. Zu bestimmten Regierungskreisen und so... Denkst du wirklich, dass es unsere Aufgabe sein kann, uns in kriminalistische Angelegenheiten zu mischen? Du weißt ja, wie ich grundsätzlich zum Vatikan stehe. Aber der Mann hat ein paar wirklich einleuchtende und gewichtige Zusammenhänge erklärt. Rieche ich da gerade so etwas wie eine kleine Verschwörungstheorie auf uns zukommen? Nein, eine Verschwörungstatsache.
Mein Zucker ist weg. Och, nimm mich ernst. Glaubst du nicht mehr an die Aufrichtigkeit und Professionalität unserer Aufklärungsbehörden? Hey, ich führe nur Befehle aus. Darf ich mich vorstellen, Josef Amund, Sicherheitsdienst. Hallo? Ehefrauen wie Ihnen empfehlen wir dreierlei. Pfefferspray und so, okay. Absolute Distanz vor Verschwörungstheorien und ein stabiles Vertrauen in unsere Qualitätsmedien. Ja, das ist es ja gerade. Was, wenn unsere Sicherheitsbehörden und Medien einmal total irren, in der komplett falsche Richtung suchen oder selber in solche Anschläge verwickelt sind? Du siehst ja, wie die Medien lügen und die Behörden auf diesem finsteren Spiel einfach mitspielen. Wer inspiriert hier wen? Oh, bitte lass das. Wieso kannst du mich plötzlich nicht mehr ernst nehmen? Wenn wir unseren Behörden und Staatsmedien nicht mehr vertrauen können, wenn wir auf irgendwelche Verschwörungstheorien abfahren, hey, sorry, aber dann bin ich echt raus. Was können wir kleinen Würmer da schon ausrichten? Ich möchte wieder in Ruhe leben können, so wie vor dem Anschlag. Verstehst du? Ja. Hattest du heute Abend wichtige Gespräche? Du wirkst irgendwie verkrampft. Ich spüre dich nicht so richtig. Ja, weißt du. Ich frage mich, ob Kontakte von gewöhnlichen Bürgern zu irgendwelchen Geheimdiensten zur Lösung von Konflikten in der Welt beitragen könnten. Und was meinst du? Was hat irgendein Geheimdienst in unserer Konzertveranstaltung verloren? Wer waren das? Das war unverkennbar eine Attacke unter falscher Flagge. Wir haben vertrauliches Beweismaterial dafür, dass die CIA und die Saudis hinter diesem Anschlag stecken. Doch sie sollten darüber schweigen, bis... Ach, ist doch egal. Da war nur dieser Kerl, der über sieben Ecken jemanden halt vom Geheimdienst kennt. Schatz, ich spüre deine Schwingung. Welchen Geheimdienst genau? Und was könnten die von uns wollen? Das ist doch total egal. Es gibt da halt eben so eine Theorie halt zu unserer Geschichte. Und die ist ziemlich einleuchtend, auch gleich einige andere Attentate der letzten Jahre würde das erklären. Darf ich mich vorstellen? Heather Bush, CIA. Ehefrauen in ihrer Lage empfehlen wir ein Selbstverteidigungstraining, absolute Distanz vor Verschwörungstheorien und Vertrauen in die etablierten Medien. Du sagst Theorie. Ich höre hier Verschwörungstheorie. Licht und Liebe. Und dann hier dieses belastende Element. Da geht bei mir allerdings das Licht aus, verstehst du? Hey, keif mich nicht an. Ich hab ja nur laut gedacht, weil du mich auf meine inneren Überlegungen angesprochen hast. Ich wollte ja gar nichts sagen. Über solche Dinge denkt man noch nicht einmal leise nach. Überlassen wir das bitte unseren Staatsdienern. Jetzt sind wir schon wieder völlig aus dem Konzept drin, so. Komm, wir senden Ihnen gute Gedanken zur Unterstützung. Empfangt gerade jetzt Licht und Liebe. Lasst uns einfach wieder sein, wie wir waren. Alles war so still und friedlich. Ja, dein Licht scheint wie immer heller als meins. Immer wieder diese Gegensätze. Licht und Schatten, gut, böse, positiv, negativ, Mann, Frau, gute und stickige Luft. Aber sollte man es nicht doch wenigstens versuchen?
sich mit tief eingeweihten Leuten zusammenzusetzen. Ja, aber du weißt es doch, wie es läuft. Heute sprichst du noch von Eingeweihten und schon morgen von bewaffneten Freiheitskämpfen. Oder denkst du etwa, man könnte Übermächte dieser Art alleine mit Gebeten in die Knie zwingen? Bitte lass uns zum Alltag zurückkehren. Ich sehne mich so nach einem Kaffeeklatsch wie früher mit meinen drei Freundinnen. Ja, ja. Ich denke, du hast recht. Mir raucht schon der Kopf vor lauter Grübeln. Vielleicht würde mir Sport auch etwas gut tun. Mhm. Adrenalin vertreibt die Sorgen. Wenigstens für einen Moment. Ach, genau das ist es doch, was wir jetzt brauchen. Ja. Macht das. Ja, bitte macht das. Und über den Rest sagen wir einfach nur, Inshallah, er lasse es geschehen, wie er es geplant hat. Ja. Okay. Weißt du was? Ich muss einfach mal wieder an die frische Luft. In die Berge oder so. Bin wohl allzu mystisch geworden. Vielleicht spüren Ahmed, Rossi und Kai ein ähnliches Bedürfnis. Ja, das gibt neue Perspektiven. Geht klettern zusammen, macht einfach irgendwas. Ich werde unsere Frauen mal wieder zu einem Tag Wasser und Sonne überreden. Der neue Freizeitpark hat übrigens Rutschen, also ich meine richtig coole neue Rutschen. Sag, Liebes, wie alt warst du noch gleich? Ich meine natürlich alle zusammen. Man ist halt immer nur so alt, wie man sich fühlt. Und ich wäre am liebsten wieder ein Kind. Hi. Können wir uns als Männer heute Abend im Proberaum treffen? Habt ihr eine Idee für einen neuen Song? Ja klar, bin dabei. Gut. Sagst du es bitte den anderen weiter? Um 20 Uhr. Ja, mach ich. Super, danke. Ciao, ciao. One, get it, body, Hallo, hier ist die Caro. Können wir Frauen uns heute Abend einmal wieder im Noblesse treffen? Ich hätte da eine ganz wichtige Sache zu besprechen, während unsere Männer an dem neuen Song arbeiten. Hey, ich hab Neuigkeiten, kommt mal her! Wie ich es immer wieder zu allen gesagt habe, war mein ermordeter Cousin ein extrem harmloser Mann. Trotzdem hat man ihn ermordet und versucht jetzt, uns beiden den Terroranschlag in die Schuhe zu schieben. So, ich komme gleich zum Punkt. Schließt ihr mit mir einen Pakt, diese Sache gründlich aufzuklären und durch unsere Ergebnisse diese Welt zu verbessern? Wir hängen da eh alle mit drin. Und weil ja überall dasselbe passiert, hängt die ganze Welt mit drin. Hm? Ah. Boah! Was war das jetzt eben? Habt ihr das mitgekriegt? Ja. Boah, war wohl kaum zu übersehen. Und ebenso nicht zu überspüren. Jungs, jetzt sehe ich es. Diese tiefblaue, violette Aura rund um uns hier. Seht ihr sie auch? Diese Kraft, die uns hier umgibt. Ein Kraftfeld purer Synergie. Weiß eigentlich einer von euch, was das bedeutet? Es ist nun an uns, herauszufinden, was die Wahrheit ist und die Wirklichkeit über die Täter und ihre wahren Motive ans Licht zu bringen. Wer genau steckt hinter dem Anschlag auf unser Hotel? Und hinter all den Terroranschlägen der letzten, sagen wir einmal, 10 Jahre? Als erstes werden wir einmal alle diese Terroranschläge analysieren und ein gemeinsames Terrormuster entdecken. Denn so, wie man es uns verkauft, stimmt es definitiv nicht. Doch verschweigt euren Mainstream-orientierten Frauen diesen Auftrag. Sie können es nicht packen. Wir werden der Welt die wahre Geschichte über die Islamhetze und Islamterror enthüllen. Unser Motto? Jeder Terror muss jetzt ein Ende nehmen. Doch unser gemeinsames Ziel liegt weit höher als das unserer 4 Frauen. Wir wollen nicht allein unsere eigene Haut, sondern die ganze Welt retten. Doch an jenem Tage, wo sie der schwarzen Wahrheit gegenüberstehen, wird diese unsere Siegeskraft auf sie überspringen und sie werden gnadenlos zuschlagen und siegen. Was wollen und werden unsere 4 Frauen? Gnadenlos zuschlagen?
Die kann doch keiner Fliege was zu leide tun. Und wie kommst du auf Mainstream orientiert? Wie meintet ihr das gerade eben? Und du, Kai, warum sollen wir unseren Auftrag vor unseren Frauen verschweigen? Welchen Auftrag? Könnt ihr euch mal konzentrieren? Sagte ich irgendetwas von unseren Frauen? Keine Ahnung, was du meinst. Ich fand Renzos Vorschlag, nach einem gemeinsamen Terrormuster Ausschau zu halten, den Hammer. Terrormuster? Habe ich was von Terrormuster gesagt? Hallo? Was ist eigentlich ein Terrormuster? Jetzt verstehe ich. Ich kann euch genau erklären, was unter einem gemeinsamen Terrormuster zu verstehen ist. Unsere Frauen dürfen keinesfalls etwas von unserer Mission erfahren. Wir würden unsere Glaubwürdigkeit verlieren. In ihren Augen als vom Glauben abgefallen gelten. Schlechte Vorbilder sein. Auf, Männer. An die Recherche. So, ich hab Hunger. Ich sehe deinen Blick an, dass etwas bei dir nicht ganz angekommen ist. Mach deiner Seele Luft. Weißt du, ihr Christen habt jetzt ganze 2000 Jahre immer nur eure Backen hingehalten, wenn man euch darauf geschlagen hat. Wir dürfen auf keinen Fall zu Verschwörungstheoretikern oder Staatsfeinden werden. Aber unter diesen Umständen muss endlich einmal Schluss sein mit dieser, keine Ahnung, ich nenne sie einmal Selbstmordnummer. Ich kann und will nicht länger passiv zuschauen, wie wir Ehefrauen zuletzt auch noch von irgendwelchen Terroristen geschändet und womöglich hilflos abgeschlachtet werden. Mhm. Leute, wir müssen uns zur Wehr setzen und uns selber nicht allein mit Worten und Gebeten, sondern künftig auch körperlich verteidigen können. Ich habe einen Vorschlag. Wir machen vor unseren Männern fest, dass wir definitiv ein Bedürfnis nach einem regelmäßigen Kaffeeklatsch, Kulturtag, Frauenabend oder so haben, während wir uns dann aber heimlich zu einem Selbstverteidigungstraining treffen. Was denkt ihr? Cool. Ganz meine Rede. Mein Motto lautet seit dem Anschlag: Der Feind ist ganz nah. Er könnte sich in deiner unmittelbaren Nachbarschaft befinden. Mein Mann würde es allerdings nie verkraften, wenn er das erführe. Schon gar nicht, wenn er wüsste, dass ich es wage, mit Kampfsport seinen guten Ruf aufs Spiel zu setzen. Womöglich noch zu schädigen. Ahmed hat große Angst vor der Islamhetze. Doch ich kann so einfach nicht mehr weiterleben. Auch mir reicht's jetzt. Was denkt unsere Licht- und Liebe-Schwester Kizia dazu? Naja, also für mich ist auch eine neue Zeit angebrochen. Mein neues Motto heißt: Nicht allein mehr Licht und Liebe, sondern auch noch Pflicht und Hiebe. Ach ja? So genau wollte ich es eigentlich gar nicht wissen. Ja. Aber mein Mann darf auf keinen Fall was davon mitbekommen. Vor allem nicht, wenn ich mir eine Waffe zulege. Eine was? Eine Selbstverteidigungswaffe natürlich. Eine Kalaschnikow MT-1919 12mm Kaliber. Boah! So eine wollte ich mir seit dem Anschlag am liebsten selber zulegen. Eigentlich dachte ich bislang nur an Pfefferspray und Elektroschocker oder so. Aber eine Kalaschnikow? Welches Kaliber auch immer. Geile Idee. Oh, sorry. Wir sind ja Christen. Ich bin Christin. In Nagihan sah ich immer nur eine gute Muslime. Samantha wirkte auf mich bisher wie eine gute Menschin. Und du? Du wurdest erst schon als Kind in esoterischem Liebestrunk gebadet. Aber was labert ihr da mit einem Mal für einen gefährlichen Scheiß? Soll man etwa bei einer Hausdurchsuchung irgendwelche Knarren unter euren Betten finden? Wollt ihr uns den schlagenden Beweis dafür liefern, dass ihr uns im Internet als bewaffnete Terroristen vorführen können? Eure Kalaschnikows auf Instagram, Facebook oder Twitter, womöglich zusammen mit meinem und Josis Gesicht? Ist ja gut. Was, wenn ihr nicht wirklich wisst, was ihr da tut? Könnt ihr das wirklich nüchtern und objektiv verantworten? Tötete Knarren unter dem Bett? Es gibt auch bessere Verstecke. Ihr unberechenbaren kleinen Geheimniskrämerinnen. Und gerade euch habe ich zu dieser Selbstverteidigungsnummer zusammengerufen. Ich jedenfalls werde meine Winchester 77 erst ausbuddeln, wenn Pfefferspray und Elektroschocker zur bloßen Lachnummer geworden sind. Hey, Caro, du freches, unberechenbares, witziges, kleines Blitz! Ich glaub nicht.
Nein. Dein Bild glaubt nicht alles, was sie sagen. Bin viel zu lange hier gefangen. Es ist Zeit, uns zu befreien. Oh, Zeit, uns zu befreien. Von jeder Lüge glaubt ihnen nicht, weil kaum noch jemand Wahrheit spricht. Schwarz zu weiß und Wasser zu Eis und immer mehr Leistung. Alles muss wachsen, der Bauch des Wirts und die Wirtschaft. Aber keiner wird satt und alles rotiert immer schneller um sich selber. Und wir drehen uns um uns selber wie die goldenen Kälber, die kalben und kalben, um zu enden als Schwalben. Und Schwalben gehen im Winter, wenige sehen mal hinter die Fassade der Bilder. Denn von Kindheit an wird man gelehrt, wer Wahres sagt, tut, spricht, ob es tut oder nicht. Und so glaubt man der offiziellen Meinung schon allein aus Tradition. Millionen ohne Vision vor dem Fernsehen in Händen der Reporter. Meinungen in Massen werden nach der Norm geformt. Und was passiert, wird schon interpretiert, serviert. Und zwischen Talkshows, C-Mates und Games konsumiert. Und wird nicht kritisiert, solange der Arsch nicht friert. Denn anstatt neue Wege hinaufzusuchen, geht man lieber hinab auf ausgetretenen Stufen und lebt nach Ratgebern und Tierkreiszeichen. Aber schau, wie sich unbemerkt Zeichen des Tiers einschleichen. Wie Füchse im Weinberg und berauscht schon den Bildern, lässt man die Zeit verstreichen, um sie auszutreiben. Sie breiten sich aus in den verschlafenen Tagen der meisten. Aber schau, wir können uns den Schlaf nicht mehr leisten. Öffne die Augen, such die Wahrheit. Mach dir dein Bild, glaub nicht alles, was sie sagen. Bin viel zu lange hier gefangen. Es ist Zeit, uns zu befreien. Oh, Zeit, uns zu befreien. Von jeder Lüge glaubt ihnen nicht, weil kaum noch jemand Wahrheit spricht. Nein. Einstecken da. Ich sag euch, Renzos Idee, alle Terroranschläge der letzten Jahre einmal sukzessiv nach einem gemeinsamen Terrormuster zu analysieren, war der absolute Schuss ins Schwarze. Ich bin ja sowas von fündig geworden. Hey, danke, Alter. Ich denke auch, einen roten Faden gefunden zu haben. Ich würde eher von einem roten Strick sprechen. Ja, aber ein ziemlich fetter. Mhm. Ne? Doch würzen wir das Hypothesensüppchen gleich einmal mit Fakten. Seht ihr. Da, ich habe eine ganz interessante Parallele entdeckt. Und zwar, dass nicht nur Ahmeds Pass am Tatort gefunden wurde. Am 11. September 2001, als die beiden Wolkenkratzer in New York pulverisiert wurden, soll ein ebensolches Häufchen, ein paar Fetzen Papier, unbeschadet aus der Mitte der Feuersbrunst gelangt sein, die ein ganzes World Trade Center zum Kollabieren brachte. Und die Ausweise der vermeintlichen Attentäter hätten obendrein dem Wind entgegenfliegen müssen, um an dem markierten Fundort landen zu können. Was für ein Witz! Pass mal auf. Ja, am 7. Juli 2005 waren doch die Anschläge in London. Auch dort wurden die Ausweise der vermeintlichen Selbstmordattentäter trotz krasser Explosionen am Tatort gefunden. Unbeschadet, Leute, unbeschadet. Genauso am 13. November 2015 bei den Terroranschlägen in Paris. Da soll der Ausweis neben dem Selbstmordattentäter gelegen haben. Ich meine, diese Erklärungen sind doch völlig abstrus. Kein Attentäter käme auch nur im Traum auf die Idee, seine Ausweispapiere bei sich zu tragen und schon gar nicht, um diese auch noch am Tatort zu hinterlassen. Klar. Sorry, Ahmed, aber nicht mal dir würde sowas Unprofessionelles in den Sinn kommen. Es sei denn, ich hätte die Papiere absichtlich verloren
um eine falsche Spur zu legen. Hm. Hey Jungs, Mann, welcher Anschlag trieb uns gerade noch einmal zu unserem musikalischen Durchbruch? Es war der Anschlag auf Charlie Hebdo am 7. Januar 2015. Und auch dort soll der Attentäter seine Ausweispapiere ausgerechnet im Fluchtauto verloren haben. Und dann das Attentat kürzlich am Berliner Weihnachtsmarkt, wieder ein und dasselbe. Sind diese Parallelen nicht krass? Also, und jetzt konnte ich noch ein zweites Terrormuster ausfindig machen. Bei fast allen untersuchten Anschlägen war die Schuld der angeblichen Attentäter höchst fragwürdig. Höchst fragwürdig. Zwei glaubwürdige Augenzeugen der Anschläge auf Charlie Hebdo beschrieben die Täter zum Beispiel als groß und schwarz. Eine zufällig überlebende Journalistin dagegen behauptete, sie hätten blaue Augen gehabt. Die erschossenen Kouachi-Brüder aber hatten weder blaue Augen, noch waren sie groß. Basta. Es sei denn, 1,69 wäre die neue Definition von groß. Herr Mann, sicher nicht. Und noch was, trotz widersprüchlicher Hinweise konnten die Behörden immer wieder überraschend schnell die jeweiligen Namen der angeblichen Attentäter festlegen. Genau wie bei unserem Ahmed. Der wurde ja auch von den Medien schon als tot gemeldet, bevor er selbst erfahren durfte, dass er tot ist. Und noch ein Muster. Immer wieder sterben die wichtigsten Hauptzeugen oder die Täter selbst, bevor entscheidende und wichtige Befragungen stattfinden. Entweder waren sie Selbstmordattentäter oder wurden von der Polizei erschossen. Mensch, Alter, das sieht jetzt aber echt scheiße aus für dich. Sag lieber gleich, für uns. Wir stecken in dieser doch alle mit drin. Ja, noch ein roter Faden. Bei folgenden Terroranschlägen fanden zeitgleiche Terrorübungen von Militärs oder Sicherheitskräften mit haargenau identischen Szenarien statt. Hier, eine ganze Liste, ja? Am 19. April 1995 beim Bombenanschlag auf das Regierungsgebäude in Oklahoma City. Am 11. September 2001 die Anschläge auf das World Trade Center in New York. Übung? Ernstfall. Am 11. März 2004 bei den Zuganschlägen in Madrid. Wieder eine Übung, die zum Ernstfall wurde. Am 7. Juli 2005 Anschläge auf die Londoner U-Bahn. Übung? Ernstfall. Am 22. Juli 2011 der Bombenanschlag auf das Regierungsviertel in Oslo und das darauffolgende Massaker auf der Insel Utøya in Norwegen. Und weiter geht's. Am 15. April 2013 beim Stadtmarathon in Boston wieder genau dasselbe, eine pünktliche Terrorübung. Am 13. November 2015 bei den Terroranschlägen in Paris, Übung, Ernstfall. Am 22. Juli 2016 zu guter Letzt wieder dasselbe Spiel beim Terroranschlag in München. Übung, Ernstfall. Und jetzt kommt der Knüller. Nimmt man die Berechnungsformel von Versicherungen, um die Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, dass das geplante Szenario einer Übung in einem Zeitfenster von 10 Jahren mit der Realität zusammenfällt, lautet das Ergebnis, hör gut zu, 1 zu 10 hoch 41. Wer von euch hat eine Ahnung, was das für eine Riesenzahl ist? Boah, Mensch, das muss wohl eine Zahl mit 41 Nullen dahinter sein. Korrekt. Und im Vergleich ausgedrückt, wären das mehrere Billionen Mal mehr Sandkörner, als es solche auf der ganzen Erde gibt. Was? Und damit immer noch nicht genug. Ich habe noch etwas entdeckt. Hier, genau. Terroranschläge werden von den Regierungen instrumentalisiert. Und kurz nach dem Anschlag werden die Rechte der Bürger weiter eingeschränkt und die Vormachtstellung der Regierung skrupellos ausgebaut. Einfach krass. Hier muss also das Qui Bono liegen, also sprich das, wem genau nützen denn all diese Anschläge? Das war jetzt ziemlich übel, was du da gebracht hast, Bruder. Ja, und genau auf diesem Weg wurden die Grundrechte des amerikanischen Volkes nach 9/11 massiv beschnitten. Mit dem Patriot Act. Und nach den Anschlägen in Großbritannien 2005 wurde sogleich die Überwachungstechnik forciert. Da steht an jeder Ecke eine Kamera heute. Und in Frankreich, die Käufe mit Bargeld wurden strikt reglementiert und der Ausnahmezustand verhängt bis heute. Ja, und nach dem Amoklauf in München rief die Merkel sofort einen 9-Punkte-Plan aus. Alles Vorbereitungen für Militäreinsätze im Inneren sowie ein nochmal verschärfteres Waffenrecht. Puh, Manometer, Leute. Lasst uns mal zusammenfassen, was hier eigentlich läuft. Das sind doch nichts anderes als eindeutige Indizien eines Terrormanagements, einer riesengroßen Verschwörung.
Da unsere Recherchen alle auf ein und dieselben Fakten gestoßen sind, lasst uns einfach mal gemeinsam aussprechen, wer hinter dieser weltweiten Verschwörung steckt. Diese Verschwörung geht aus von den CIA. Oder von den Saudis. Oder von den Zionisten, den Juden. Wo habt ihr denn recherchiert? Wir sind am Arsch. Mann, das kannst du jetzt aber laut sagen. Oh, oh, oh. Sag bloß meiner Frau nichts von dem, was wir da gerade von uns gegeben haben. Du meine Güte. So eine Spaltung wäre das gefundene Fressen für unsere Frauen. Oh Mann, das ist wohl das Siegel ihrer schlimmsten Befürchtungen. Dass wir uns mit Verschwörungstheorien beschäftigen, Mann. Hört mir zu, Brüder. Ich schlage vor, dass wir jetzt umso engeren Schulterschluss machen. Es gibt nur einen einzigen Weg gegen die Spaltung. Es ist die Einheit. So wahr ich das totale Vertrauen zu jedem von euch habe, lege ich hier gleichsam meine Hand für euch ins Feuer. Wer schlägt ein und proklamiert, wir alle sind nur einer? Wir alle sind nur einer! Wir werden ein neues Powerlied schreiben! Ja, ja. Das Lied von der totalen Einheit. Das Lied von der unzerstörbaren Liebe. Das Lied der Einigung aller Heiligen und Gerechten aus allen Himmelsrichtungen und Hintergründen kommt gleich nochmals. Was? Hört mal her. Ich finde, wir sollten demnächst ein neues Konzert landen. Schon? Aber wir haben doch erst eins gegeben. Ich meine diesmal ein ganz spezielles Konzert. Ein offensives, ein revolutionäres, ein investigatives. Wir Männer haben nämlich... Halt! Freundchen, nicht so schnell. Wir machen keine Aufklärungsmusik. Wir machen völkerverbindende Musik. Musik der Liebe. Die ist doch bereits offensiv und revolutionär genug. Aber du und Renzo, ihr nennt doch selber das Licht immer vor der Liebe. Licht und Liebe. Und Licht steht für die investigative, das meint aufklärende Seite der Liebe. Jo, Bruder Ahmed, das würde ich direkt so unterschreiben. Ja, warum denn nicht? Ziemlich einleuchtend. Und wer auf den Wahrheitsdurst der Leute baut, der baut auf Fels. Ja. Yeah. Moment mal, was geht hier ab? Ich spüre doch eure Schwingung. Wo habt ihr diese Auslegung plötzlich her? Von einem Muezzin? So einem Kaffeesatzleser? Aus der Bibel? Ach jetzt. Oder habt ihr euch einfach nur zufällig ein bisschen miteinander abgesprochen? Hösch, Liebes. Mach mal bitte halblang hier. Du musst und wir müssen auch mal was dazu lernen können. Wir haben nach diesem schrecklichen Attentat einfach jeder mal ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass der definitiv... Also... Soll ich das erklären? Es existiert definitiv eine wirklich große, eine ernstzunehmende, weltumspannende Verschwörung. Und das muss die Welt unbedingt erfahren. Könntest du uns vorab noch darüber aufklären, wann und wo ihr vier eigentlich die Zeit gefunden habt, um euch so weltumspannend ein bisschen schlau zu machen? Ja, bei welcher eurer Bergtouren gab es denn da Internetverbindung? In welchen der Museen, die ihr gemeinsam besucht habt? Ha? Gaben eure Bowlingabende und sonstigen Hobbys so viel Zeit dafür her? An dieser Stelle, mein Schatz, hoffe ich sehr, dass sich die Psychologie geirrt hat. Du lenkst ab. Worin soll sich die Psychologie denn geirrt haben? So spontan analytisch können in aller Regel nur Menschen fragen, die selber nicht ganz dicht sind. Die sich, gelinde gesagt, irgendwie selber im Spiegel sehen. Das ist doch lächerlich, also wirklich. Dann wären wir alle hier nicht ganz dicht. Das sind wir doch aber, Mädels, nicht wahr? Oh ja. Auf jeden Fall. Worauf du wetten kannst? Was für eine Frage. Und die Verschwörung existiert eben doch. Ja, und wer genau sind dann die Verschwörer, hä? Huh? Die CIA! Der Vatikan! Der Mossad! Oder die Saudis! Oder die Freimaurer! Die Zionisten oder die... Es ist ja eigentlich völlig egal, wer genau die Verschwörer sind. Es könnten auch die Chinesen, die Iraner oder sonst wer sein. Wir sind uns da noch nicht so ganz einig.
Tatsache aber bleibt, dass eine weltweite Verschwörung existiert. Darin sind wir uns doch völlig einig, oder, Brüder? Ja, klar sind wir. Ganz bestimmt, ja. Auf jeden Fall. Aha. Also ich sage euch jetzt noch ein letztes Mal meinen Standpunkt. Wenn ihr den nicht akzeptiert, bin ich raus. Ich will das Wort Verschwörung hier kein einziges Mal in unseren Konzerten hören. Auch keine kritischen Beiträge gegen Regierungen, Qualitätsmedien und so. Okay? Meine Rede. Meine auch. Das Wort Verschwörung lockt doch nur Verschwörer an. Die wollen uns dann alle nur noch platter machen. Okay, über die Qualität der Medien lässt sich allerdings schon streiten. Ja. Gut, einverstanden. Zum Glück war das auch gar nicht das Ziel hinter einem neuen Konzert, sondern gerade weil jeder von uns eine andere Sichtweise hat und wir genau dadurch Gefahr laufen, gespalten zu werden, wollen wir unsere Schlagkraft dadurch nicht verlieren, sondern gemeinsam völlige Einheit demonstrieren, und zwar trotz Verschiedenheit. Ja, genau, Rosé. Ja. Das klappt aber dann auch nur, wenn wir den Fokus richtig setzen, meine Lieben. Und was ist der richtige Fokus? Natürlich der Mossad! What? Scherz! Natürlich nicht. Wir müssen, wie Jesus, Mohammed und alle großen Lehrer, Gott habe sie selig, es schon immer gesagten, unseren Fokus auf praktische Liebe, das heißt, gemeinsame gute Taten legen. Genau richtig. Wir müssen aller Welt sagen, dass die ständige Not und aller Terrorismus erst dann ein Ende nehmen, wenn wir alle einander als Teil eines großen Ganzen erkennen. Alle Menschen sind Glieder an ein und demselben Körper und darum brauchen wir uns alle. Darum wertschätzen und lieben wir einander. Ja, total egal, welche Religion, Ideologie, Kultur oder politischen Richtung wir uns zurechnen, gerade um der Unterschiedlichkeit willen, schätzen und brauchen wir uns alle doch so sehr. Ja, genau. Nicht, weil wir dasselbe erkennen oder glauben, sondern weil wir miteinander, völlig losgelöst von Meinungen, gute Werke tun. Ja, da bin ich dabei. Hey Leute, das ist es. Worauf warten wir noch? Auf neue Songs? Wann ist die erste Probe? Mir fällt soeben gerade eine ein. Ich kann nicht sehen, ich sehe, wer du wirklich bist. Ja, ich kann, was du zu sagen hast. Ich kann nicht spüren, weil in uns diese Antenne ist, deren Schwingung zusammen... warte mal kurz. Ja, okay, gut. Glaub mir, das wird doch viel, viel besser, wirklich. Ich kann es schon ganz eindeutig hören. Was? Die einen verdächtigen uns als Terroristen. Die anderen sehen in uns bloße Verschwörungstheoretiker. Wieder andere sehen in der ganzen Geschichte nur eine dämliche Zufall. Oder eine unnötige, aufgebauschte Überreaktion. Wie auch immer. Der Ausweg liegt in der gegenseitigen Wertschätzung. Je verschiedener wir sind, wie das nachfolgende Lied sagen, desto mehr brauchen wir einander. Erst zusammen sind wir ein Ganzes und darum lieben wir einander. Spaltung schwach und ganz alleine hält. In der Zeitung und der Glotze sticheln sie uns ständig an, zwingen uns in ihre Herrschaft, der man schwer entkommen kann. So ziehen wir in ihre Kriege, die kein Mensch jemals versteht. Kein Gefühl für unseren Nächsten, weil sich alles um uns dreht. Doch inmitten dieses Wahnsinns, dieser aussichtslosen Zeit, sieht es aus, als ob die Menschheit sich aus diesem Kampf befreit. Ich kann nicht sehen, ich sehe, wer du wirklich bist. Ja, ich kann hören, was du zu sagen hast. Ich kann nicht spüren, weil uns diese Antenne ist, deren Schwingung vollkommen zusammenpasst. In unseren Unterschiedlichkeiten und im gegenseitigen Respekt werden wir eins für diese neue Welt, die ungeahnte Kräfte in uns weckt.
Moslems gegen Juden, Christen gegen Christen, Sportfans schlagen sich, Ausländer gegen Faschisten. Doch im Kampf legt sich der Nebel und wir sehen uns ins Gesicht. Grad noch Steine in der Hand, doch werfen können wir sie nicht. Der Krach verstummt um uns herum und endlich wird uns klar, dass der wahre Feind nicht der da gegenüber vor mir war. Die Schwingung unserer Herzen, zugleich als wären sie eins. Trotz vieler Unterschiede fühlt meins genau wie deins. In der Tiefe unseres Herzens, diese wundervolle Sinfonie. Trotz äußerlicher Vielfalt sind wir innerlich so eins wie nie. In unseren Unterschiedlichkeiten und dem gegenseitigen Respekt werden wir eins für diese neue Welt, die ungeahnte Kräfte in uns weckt. Zu erkennen und zueinander zu finden. Da bekennen Juden und Muslime gegenseitig Respekt, weil trotz Glaubensunterschieden nur ein Gott in beiden steckt. Und die Linken sehen im rechten Kämpfer für Gerechtigkeit. Beide reichen sich die Hände, weil die Schwingung Liebe breit. Da sprechen wir nur eine Sprache, da verstehen wir uns echt. Eine Wahrnehmung für alle, ein Urteil heilig und gerecht. In der Tiefe unseres Herzens, diese wundervolle Sinfonie. Trotz äußerlicher Vielfalt sind wir innerlich so eins wie nie. Ich kann dich sehen, ich sehe, wer du wirklich bist. Ja, ich kann hören, was du zu sagen hast. Ich kann dich spüren, weil uns diese Antenne ist, deren Schwingung vollkommen zusammenpasst. In unseren Unterschiedlichkeiten und im gegenseitigen Respekt werden wir eins für diese neue Welt, die ungeahnte Kräfte in uns weckt. Computer ist weg! Nein, was? Oh. Nein, nein. Das Geld ist weg! Puh. Man kann es ganz offensichtlich nicht allen recht machen. Das hat jetzt sicher nichts mit der Sache von Ahmed zu tun. Nein. Wahrscheinlich ein ganz normaler Einbruch. Könnte auch was mit der Flüchtlingskriminalität zu tun haben. Kein Grund zur Panik. Kein Grund zur Panik. Jetzt bloß keine neue Verschwörungstheorie, okay? Das ist einfach ein riesendummer Zufall. Ja. Ihr habt bestimmt recht. Am liebsten würde ich jetzt bowlen gehen.
Ich muss mich jetzt einfach etwas sportlich aktivieren. So ein kleiner Ausgleich. Ja, oder Museum, in ein Museum. Ich glaube, das könnte uns alle wieder runterbringen. Schatz, Museum? Wandern. Ja, ein bisschen wandern wäre nicht schlecht. Auf andere Gedanken kommen und so. Und uns täte vielleicht ein kleiner Kaffeeklatsch wieder mal gut, ja? Ich so ganz wegen den guten alten Zeiten, ja? Kein Grund zur Panik. Alles nicht so eng sehen. Kein Grund, es eng zu sehen. Wir räumen jetzt hier einfach wieder alles auf. Es kommt alles gut. Es kommt gut. Da gibt es gruppenlose Menschen, es sind Führer dieser Welt. Sie schleichen sich von hinten, wollen Macht und Geld über die ganze Welt. Sie schrecken vor nichts zurück, zerstören und verbreiten sich Stück für Stück. Doch was sie berichten, sind erfundene Geschichten. Deshalb glaube nicht jedem, der zu dir spricht. Doch die meisten können es nicht sehen, können nichts dagegen tun. Sie laufen hinterher und schauen dem Ganzen zu. Öffne die Augen, so die Wahrheit macht dir dein Bild. Nicht alles, was sie sagen, denn viel zu lange hier gefangen. Es ist Zeit, uns zu befreien. Oh, Zeit, uns zu befreien von jeder Lüge. Glaubt ihnen nicht, weil kaum noch jemand Wahrheit spricht. Kein Lichtblick, nur Blitzlicht. Und wenn du ins Licht blickst, bist du geblendet und nix mit allen ein. Und zur Zustimmung zu allem, was sie sagen, die Presse melden, die wahr klingen. Und so kamst du von Chips in deiner Couch zu Chips in deiner Haut. In Hand oder Haupt, Hand als Haupt, salutier erhaupt. Mann, der Wohl zu Befehl, yes sir, du bist zunehmend belauscht und verhört. Du denkst nicht erdenklich, dass du jetzt längst. Ich übertreibe, wenn ich sage, nichts anderes passiert mit dir. Man probiert an dir zur Zeit aus, die Menschen sich bewegen in totaler Überwachung. Und es auch noch wollen, dank Terror und Treibhaus. Effekt, Effekt, Actionfilme im Fernsehen und News voller Effekt, Effekt, Effekt. Läuft die Gesellschaft weiter und fragt nicht weiter. Man durchsucht deinen Rechner und du fragst nicht weiter. Man bespricht sich, bespricht dich oft und bericht dich mit konform geformter Information. Alle Informationen, Konsumenten stehen Informationen und verteidigen die Lügen stärker als sie, die sie aufbauen und auch so ausdauern, dass du dich an den Rand der Gesellschaft stellst, wenn du Wahres zu Wahres und dich selbst zu selbstständig denkend hältst. Öffne die Augen, such. Die Wahrheit macht dir dein Bild, nicht alles, was sie sagen. Denn viel zu lange hier gefangen. Es ist Zeit, uns zu befreien. Oh, Zeit, uns zu befreien von jeder Lüge. Glaubt ihnen nicht, weil kaum noch jemand Wahrheit spricht. Massen werden nach Norm geformt. Was passiert, interpretiert, serviert. Was ist wahr, von dem was geschah, von dem was geschieht, ist nichts mehr klar. AZK ist die beste Form, sich ein Bild zu machen von verschwiegenem Kaum. Mach die Augen auf, saug nicht alles auf. Jetzt bist du mit Wahrheiten konfrontiert. Yeah.
Und jetzt noch ein Gläschen Tee mit türkischen Süßigkeiten, deutschem Kaffeeklatsch und köstlicher Musik. Damit wir unseren Männern auch mit gutem Gewissen begegnen. Ein guter Mensch lügt ja bekanntlich nicht. Oh nein. Und? Was sagt ihr zu unseren Fortschritten in Selbstverteidigung? Ich hätte das nie für möglich gehalten. Mich beruhigt es total. Also ich würde das Gelernte am liebsten mal an einem lebendigen Objekt austesten. Hey, oh. Ja, warum eigentlich nicht? Pass auf. Oh. Theorie und Praxis. Ein meilenweiter Unterschied. So, kein Mucks mehr. Hände hinter den Kopf und stillstehen. Ihr da drüben genauso. Hände hinter den Kopf und langsam her zu uns. Ein einziger Widerstand. Und eure Schwester hier hat den Kopf weg. Jetzt Hände langsam nach vorne. Genau so habe ich mir das immer vorgestellt. Seid ihr? Und was habt ihr bewaffnet in meiner Wohnung verloren? Ja, genau. Gut, wenn es auf dem Weg eines vernünftigen Dialoges nicht geht. Wo ist die Hand? Wie funktioniert die Hand? So wollt ihr jetzt endlich reden? Ah! Oh. Seid ihr denn total irre? Naja, das mit den Waffen ist doch schon eine Nummer zu extrem, finde ich. Ja, eben. Aber mit Liebe und so bringen wir die wahrscheinlich auch nicht zum Reden. Naja. Macht mal weiter. Uns kommt schon noch eine Idee. Lass uns mal sehen, wie die beiden ohne diese verschwitzten Kondome aussehen. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich gleich sagen, Allahu Akbar, Nagihan, lass uns frei. Wir sind deine Moslembrüder und kämpfen für Allahs Ehre und Gerechtigkeit. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Mann, Samantha, bringen Sie bitte zum Reden. Husch. Wow, cool Idee!
alle fertig. Was macht ihr mit meinem Bruder? Du kommst als Nächster dran. Genau. Sag, was wir wissen wollen. Wir haben Zeit. Wir haben Mittel und wir haben die Methoden. Nein, lass meinen Bruder in Ruhe. Genug. Jetzt ist fertig, Lustig. Woher kommt ihr? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Für jede verweigerte Antwort ist ein Ball weg. Wird das ausreichen? Sie haben noch andere Teile, die wir Ihnen der Reihe nach wegpusten können. Ach ja? Dafür hast du doch nicht den Mumm. Immer noch der gleichen Meinung? Hört bitte auf! Wir sagen ja alles. Alles, was ihr wollt. Bloß, schießt uns nicht die Männlichkeit hinweg. Da, wo ihr gleich hinkommt, braucht ihr die eh nicht mehr. Also spuckt es aus. Wir sind vom ISDEU. Und das bedeutet? Ja, bitte? Islamischer Staat. Deutschland und EU. Was haben Verbrecher wie ihr mit dem Islam zu tun? Gar nichts. Wir hassen die Religion. Ach ja? Wir haben den Auftrag, alle Religionen und auch alle Nationalitäten zu beseitigen und sie unter unsere Herrschaft zu bringen. Wer sind unsere? Zwingt uns nicht, das zu sagen. Wir nehmen gerne jeden Tod in Kauf, aber nicht den Tod für Verrat. Soll ich die beiden kalt machen? Es wäre immer noch Notwehr. Ja, bitte. Macht uns kalt. Unsere kleinen Leben haben aufgrund dieser weltweiten Verschwörung eh keine Bedeutung. Bitte erschießt uns. Auf welchen Weg auch immer. Aber bringt uns nirgends auf der Welt in irgendein Gefängnis. Warum nicht? Weil denen die Gefängnisse gehören. Und ich sage euch, die foltern richtig. Wow, was sieht da mein hölzernes Glasauge? Qualitätsmedien, unsere Freunde und Helfer. Ich fass es nicht. Hier steht Terroristen der ISDU gefasst. Überfall aufgeklärt. Ladies, das wart ihr, nicht etwa die Kripo. Das ist allein euer Werk. Stopp. Lies zuerst noch das Kleingedruckte. Dann sind wir wieder beim alten Thema. Ups, rote Karte für Verschwörungstheoretiker. Warte, zeig mal her. Scheinfriedensband provozierte, anstatt die versprochene Einheit zu verwirklichen, schon wieder den Terrorismus. War das böse Absicht oder sind die 8 Verschwörungstheoretiker einfach nur dumm? Diese Scheinfriedensapostel werden vom Bösen angezogen, wie die Motten vom Licht. Ja klar, jetzt sind's 8. Ausgerechnet jetzt, wo sich eure Verschwörungsthesen als heiße Luft erwiesen haben, werden wir harmlosen Frauen mit als Verschwörer gebrandmarkt. Und ironischerweise dieses Mal dann auch noch durch eine reale Verschwörung. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Nun haben wir den Fall eigenhändig geklärt und... Geh mal her. Und die bösen Schlagzeilen, die folgen uns doch. Mann. Aber ich finde, genau das ist doch ein Indiz für eine weit größere Verschwörung. Für ein regelrechtes Terrormanagement. Also wir müssen ehrlich zugeben, dass das alles irgendwie seltsam abgelaufen ist. Aber trotzdem haben sich unsere Schätzchen in allen Punkten der Verdächtigung geirrt. Habe ich recht oder habe ich recht? Oh ja, ich habe recht. Okay, zugegebenermaßen, wir haben uns alle geirrt. Geben wir doch zu, Jungs, oder? Es war weder der CIA, noch der GRU, noch der Mossad, noch der Vatikan und so, die hinter dem Anschlag auf unser Hotel standen. Das sollte uns aber nicht blind für andere Tatsachen machen. Zu Deutsch, Renzo will sagen, dass wir das Vorhattensein dieser Kreise deswegen jetzt nicht grundsätzlich in Abrede stellen dürfen. Aber dafür gibt es allzu viele wirklich unwiderlegbare Beweise. Wir müssen jetzt mehr denn je unsere Einheit bewahren. Kissia hat recht. Wir müssen jetzt noch viel mehr zur Einheit, zur feinfühligen Liebe und zu gegenseitigem Verständnis aufrufen. Ja, sehr gut. Und auf welchem Weg geht das denn besser als mit einem weiteren
unerschrockenen Konzert. Ja. Wir schreiben einen Song, mit dem wir um einen Schlusspunkt der öffentlichen Diskriminierung bitten und zur ultimativen Nächstenliebe aufrufen. Ich sehe ein großes Thema vor mir. Feeling. Wir alle brauchen wieder überall auf der Welt dieses Feeling füreinander. Wie es selbst jeder Tierschwarm füreinander hat. Wenn die Tiere das können, können wir das erst recht. Mit Gottes Hilfe. Dies ist ein Lied. Ein Lied für alle Welt. Doch wer singt es schon heute mit uns? Berührt von deinem Lächeln, von deiner Art zu gehen. Dein großes Herz, dein Löwenmut lässt so viel Schönheit sehen. Dieses Lied will ich singen, für dich eine Symphonie, in der unsere Herzen schwingen, spürst du sie? Fein Gefühl, so tief, so verbunden, so rein, so behutsam und weit. Sehr verschieden, doch unsere Herzen eins. Ich fühle es so wie du, dein Herz schlägt so wie meins. Diese tiefe Verbindung kann ich zueinander spüren. Eine Echtheit, eine Liebe, in der wir Gott berühren. So kostbar, dich am Werk zu sehen. Alles fügst du ineinander, um dich hier zu vermehren. Du bist groß und so erhaben, unendlich und doch so nah. Deine Schönheit, deine Liebe. So fest und so unendlich weit. In ihm muss alles gesunden. Denn du bist die Liebe, die bleibt. Ich liebe dich.
diese Leute sind der Untergang unserer neuen Welt. Sie laufen uns mitten in die Parade, nehmen unsere höchsten Ziele völlig ahnungslos vorweg. Doch diese weltgrößte Show steht einzig und alleine uns zu. Alle bisherigen Aktionen haben sie nicht von der Weltbühne verdrängt, sondern sie ganz im Gegenteil verstärkt. Wer in aller Welt kann sie teilen? Wer sie beherrschen? Menschen nicht, denn wir sind eins. Wir leben von vereinter Kraft. Ja, wir sind eins. In einer Macht, die Neues schafft. Doch lass sie ruhig denken, sie würden uns lenken. Zuletzt wird daraus leider nichts. Selbst wenn sie uns schocken, im Machtrausch frohlocken, beeindrucken kann uns das nicht. Denn wir sind eins, wir klagen uns nie wieder an. Wir sind vereint, wir sind der Mann, der alles kann. Ja, wir sind eins, warum ist der Sieg schon ausgemacht? Ja, wir sind eins, selbst dann, wenn's rundum nur noch kracht. Doch lass sie ruhig denken, sie würden uns lenken. Zuletzt wird daraus leider nichts. Denn nichts ist so stark wie die Einheit von jenen, die die Wahrheit in Liebe ersehnen. Wenn wir vereint leben in dem wahrhaftigen Licht, wird dies verneint. Ja, das passt gewissen Menschen nicht, denn wir sind eins. Wir leben von vereinter Kraft. Ja, wir sind eins. In einer Macht, die Neues schafft. Doch lasst sie ruhig denken, sie würden uns lenken. Zuletzt wird daraus leider nichts. Denn nichts ist so stark wie die Einheit von jenen, die die Wahrheit in Liebe ersehnen. Sorgen los, wir ziehen.
ziehen dich mit. Wir sind immer noch da, da geben Vollgas. Da, 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 da. Schwimmen nicht so einfach mit dem Strom. Wir sind immer noch da, da geben Vollgas. Da, 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 da. Gemeinsam schaffen wir das schon. Wir sind immer noch da, da, da geben Vollgas. Da, 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 da. Schwimmen nicht so einfach mit dem Strom. Wir sind immer noch da, da geben Vollgas. Da, 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 da. Gemeinsam schaffen wir das schon. Die ganze Welt scheint dir so komplex. Du glaubst, bis du nichts verstehst. Doch alles wird ganz einfach sein. Du nach deinem Herzen gehst. Nimm dir doch mal deine Arme Zeit und leg dein Weltbild weg. Lass alle deine Vorteile los. Trenn dich halt von all diesen Tränen. Öffne dein Herz, hör richtig hin. Mach dein Herz ganz weit. Erst wenn du Pro und Contra hörst, bist du wirklich so weit, dir dein eigenes Urteil zu bilden, damit du nicht nur einfach nachsagst. Das wird sicherlich dein Denken ändern, wenn du es wagst. Wir sind immer noch da, da geben Vollgas. Da, 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 da. Schwimmen nicht so einfach mit dem Strom. Wir sind immer noch da, da geben Vollgas. Da, 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 da. Gemeinsam schaffen wir das schon. Wir sind immer noch da, da, da geben Vollgas. Da, 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 da. Schwimmen nicht so einfach mit dem Strom. Wir sind immer noch da, da geben Vollgas. Da, 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 da. Gemeinsam schaffen wir das schon. Auch wenn alles mal verloren scheint. Wenn du das alles nicht mehr hören willst und am liebsten fliehst, dann sieh, du bist nicht allein, wir sind ein großes Team. Gemeinsam stehen wir auf und stellen uns hin. Wir sind immer noch da, geben Gas, schwimmen nicht mit dem Strom. Wir geben Gas, wir schaffen das schon. Wir sind immer noch da, da geben Vollgas. Schwimmen nicht so einfach mit dem Strom. Wir sind immer noch da, da geben Vollgas. Da, 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 da. Gemeinsam schaffen wir das schon. Wir sind immer noch da, da, da geben Vollgas. Da, 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 da. Schwimmen nicht so einfach mit dem Strom. Wir sind immer noch da, da geben Vollgas. Da, 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 da. Gemeinsam schaffen wir das schon. Wir sind immer noch da.